Jeden Tag benutzen wir Android und die Google-Suchmaschine und YouTube und was weiß ich noch alles. Google sammelt jede Menge Daten von uns. Aber ehrlich, was weiß Google eigentlich über mich und über dich? Das finden wir heraus und wie ihr das herausfinden könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was eigentlich Google alles über uns weiß. André hat schon gemeint, ich sollte vielleicht ein Video machen, was Google nicht über uns weiß, aber ich glaube, dann wäre das Video vielleicht 2 Sekunden lang und deswegen mache ich doch mal das Umgekehrte. Was weiß Google alles über mich? Und das Erste, was wir machen müssen, ist einmal Google aufzurufen, ganz normal google.de, und wir loggen uns einmal rechts oben ein mit unserem Gmail-Account. Klicke ich da einmal drauf, muss mein Passwort einmal eingeben, dann gehe ich auf Weiter und dann bin ich erstmal soweit eingeloggt. Da könnt ihr hier rechts oben das Bild von mir sehen. Ich gehe jetzt rechts oben drauf und sage einmal Google-Konto verwalten. Und dann wird eine neue Seite geöffnet und wir sehen hier jede Menge Informationen. Willkommen Alper Iseri, hier können Sie Ihre Daten sowie Ihre Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen verwalten, um Google optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Interessant ist tatsächlich, wenn wir jetzt hier auf den Punkt Datenschutz und Personalisierung gehen. Das ist nämlich genau das, was wir machen wollen. Wir gehen also auf Daten und Personalisierung verwalten. Und hier kann man auch schon Aktivitätseinstellungen machen, also zum Beispiel Standortverlauf habe ich mal pausiert, also dass zum Beispiel dass eben Google nicht immer andauernd speichert, wo ich da überall war. Und jetzt kann ich eben tatsächlich etwas weiter runtergehen und dann habe ich hier den Punkt Datendienste und Konto verwalten. Daten herunterladen. Sie können eine Kopie Ihrer Daten erstellen, um sie mit einem anderen Konto oder Dienst zu verwenden. Und dann klicke ich da einmal drauf und dann komme ich auf den Google Datenexport. Ihr Konto, Ihre Daten. Sie können eine Kopie der Inhalte Ihres Google-Kontos exportieren, um sie zu sichern und einem externen Dienst zu verwenden. Und jetzt habe ich hier eine ganze Latte von, und jetzt schaut euch das mal an, also dagegen ist ja Apple gar nichts, ganze Latte von Daten herunterladen, also alles über Beiträge zur Google-Suche, ich kann Chrome, Lesezeichen, Verlauf, ich kann mir Google Drive, die Daten, jetzt bin ich einmal weiter, ich kann mir eben aus Google Drive die Daten eben anschauen, ich kann mir, was gibt's denn sonst noch, von Gmail alle Daten, Google Fotos, Google Groups, was gibt es denn sonst noch? Google Play, alles, was ich mir jemals heruntergeladen habe bei Google Play, Google Play Store und Dokumente im Google Translator Toolkit, Hangout, gehen wir weiter runter, Maps, Ihre Einstellung persönlichen Orte in Maps, meine Orte, Aktivitäten, jetzt kommen natürlich die spannenden Sachen, Aktivitäten, Posts auf Google, Standortverlauf und so weiter und so fort, YouTube und YouTube Music, also Wahnsinn, was Google mittlerweile alles speichert, das ist ja wirklich unglaublich. Ich lasse jetzt mal alles mal aktiviert und gehe einfach mal auf den nächsten Schritt und dann habe ich hier die Dateityp, Häufigkeit und Ziel auswählen und ich kann mir jetzt diesen Download-Link per E-Mail senden lassen oder direkt eben mir irgendwo hochladen lassen und jetzt kann ich sagen Häufigkeit einmal exportieren oder ein Jahr lang alle 2 Monate exportieren. Kann ich natürlich auch machen, um also tatsächlich zu sehen, was sich denn alle 2 Monate so auf meinem Konto tut. Und ich kann dann tatsächlich noch das Format auswählen und wie groß die Datei sein soll. Ich gebe jetzt hier auch mal 1 GB an und sage jetzt hier einmal Export erstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Google erstellt eine Kopie der Dateien aus 50 Produkten. Dieser Vorgang kann Stunden oder Tage dauern. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist. Und jetzt ist Google so nett und bietet mir direkt an, den Export abzubrechen, weil ich das ja total doof finde. Aber was machen wir natürlich nicht. Das, was wir jetzt machen, ist einfach mal eine E-Mail zu öffnen, die ich gerade bekommen habe von Google. Das hier war noch von Apple. Und zwar bekomme ich eben tatsächlich jetzt von Google eine Information darüber, dass eben diese Daten angefordert wurden. Hier sehen wir das schon. Ihr Konto alper.iseri.de ist als E-Mail-Adresse sowie Kontowiederherstellung von meetings@gmail.com angelegt. Weil das will ich gar nicht. Ich will eigentlich die Mail so. So, weil das Ganze so lange dauert, bietet mir Google natürlich auch an, das Ganze direkt abzubrechen. Also ich kann jetzt hier Export abbrechen drücken, weil ich will nicht mehrere Tage warten, aber das machen wir natürlich nicht. Parallel dazu bekommen wir eine E-Mail von Google und die öffne ich euch mal und ziehe sie mal hier mal rein. Und ihr seht hier Archivierung von Google-Daten angefordert für. Sie erhalten diese E-Mail, weil eine Archivierung ihrer Google-Daten angefordert wurde. Und dann kann man eben diese Aktivitäten prüfen, beziehungsweise bekommt dann nochmal eine gesonderte Info, sobald eben diese Daten einmal bereitstehen. Und dann logge ich mich dann nochmal in meinen Account ein und kann mir dann tatsächlich diese Daten einmal anschauen, beziehungsweise herunterladen. Ich aktualisiere das mal. Was macht er dann?
Ah ja, hier, Export läuft und das dauert noch. Also ich kann mir das tatsächlich eben dann anschauen oder einen neuen Export erstellen, ganz wie ich möchte. Und dann erfahre ich hoffentlich, was für Geheimnisse Google mir entlockt hat. Und bin ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, wie viel Google von mir weiß. Ich bin mal gespannt, solltet ihr auch mal machen und mir dann mal in den Kommentaren mitteilen, ob ihr denn erschrocken wart, was denn in eurem Export so alles drin war. Vielleicht mache ich auch dazu nochmal ein extra Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Was Google über euch weiß, lautete das Thema. Hier werden wir es erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr wollt noch mehr wissen rund um iPhone, Android, Amazon und Co.? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine ganze Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos, die wir überhaupt zu diesen Themen gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare. Teilt unsere Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.